Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen der Woche. Los geht es mit Irresistible, unwiderstehlich. Eine Polizsatire, der zweite Film des einstigen Daily Show Moderators und Star-Kabarettisten Jon Stewart. Colonel Jack Hastings ist unser Schlüssel zurück in den großen Wechselwählerstaat Wisconsin. Er weiß es nur noch nicht. Wie kommt Menschlichkeit in den Politikbetrieb? Darum geht es in diesem Film und darum geht es auch dem Manager der Demokraten, gespielt von Steve Carell, der immer überlegt, wie können wir die ganze Sache etwas menschlicher gestalten. Und da sieht er ein Video, das viral gefeiert wird. Ein Farmer, ein ganz einfacher Mann, gespielt von Chris Cooper. Man denkt, der ist vielleicht stockkonservativ. Der fordert in diesem Video Rechte für Minderheiten, Rechte für die Schwachen. Und jetzt sagt er sich, diesen Mann muss ich ganz groß aufbauen als Politstar. Ich fahre in dieses Dorf, wo er herkommt und rege an, dass dieser Mann in den Wahlkampf eintritt, um Bürgermeister zu werden. Und da werden auch die Republikaner dann wach, kommen auch in dieses Dorf. Es entsteht dann in einer Provinzstadt eine Art Wahlkampf zwischen den Demokraten und den Republikanern. Der Film hat eine wirklich sehr verblüffende Pointe und er hat auch viele schöne Gags und die machen sichtbar diesen großen Unterschied zwischen dem normalen Leben und dem Leben der Politiker, auch dem Leben zwischen Stadt und Land. Aber gleichzeitig ist er mir dann doch etwas zu freundlich, etwas zu wenig bissig. Gerade in diesen Zeiten hätte ich mir eine schärfere Satire gewünscht, obwohl ich den Film insgesamt schon ganz gern gesehen habe und auch zugeben muss, dass die Realität natürlich derzeit viel stärker als jede Satire ist. Deshalb gibt es für diesen durchaus unterhaltsamen Film 3 Rollen. Da synes ikke længere at være noget, der kan stanse den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Arkeologer er allerede i gang med at sikre fortidens skatte på det fremtidige fabriksområde. Zu Beginn dieses Films sieht uns eine Giraffe an und macht uns sehr nachdenklich. Sie ist zu sehen in einem Safari-Park auf der Insel Lolland. Das ist eine dänische Insel. Das heißt also, diese Giraffe ist verpflanzt worden. Sie ist fremd dort. Sie hat ihre wirkliche Heimat verloren. Und darum geht es auch in diesem höchst sehenswerten Film der dänischen Regisseurin Anna-Sophie Hartmann. Dieser Film führt uns auf die Insel Lolland. Dort soll, das ist ganz real, ein großer Tunnel nach Deutschland entstehen. Und dadurch würden viele Menschen auf dieser Insel ihre Heimat verlieren, müssen runter von angestammten Grund und Boden. In diesem Film vermischt die Regisseurin sehr geschickt dokumentarische Aufnahmen, echte Gespräche zum Beispiel mit Betroffenen, aber auch inszenierte Szenen. Da gibt es eine Liebesgeschichte einer Ethnologin, die kommt dorthin, um mit den Betroffenen zu reden, verliebt sich aber zu gleicher Zeit auch in einen jungen, sehr attraktiven polnischen Gastarbeiter, der ja ebenso wie seine polnischen Kollegen eine neue Heimat sucht, eine Liebesaffäre mit einem sehr viel jüngeren Mann und sie sucht nach den Spuren der Vergangenheit, zum Beispiel findet sie die Tagebücher einer Bibliothekarin, die schon lange von dieser Insel verschwunden ist und versucht herauszufinden, wer ist diese Frau. Das wird alles ganz elegant, ganz leichthändig verbunden. Der Film hat so eine schöne, unaufdringliche Tiefe und eine Leichtigkeit und nimmt uns mit auf diese Insel, lässt uns aber auch darüber nachdenken, welche Spuren hinterlassen wir denn vielleicht auf dieser Welt, wenn wir denn mal gehen müssen. Eine sehr schöne Arbeit. Der zweite Film dieser dänischen, in Deutschland lebenden Regisseurin. Dafür gibt es 4 Rollen. Sehen Sie den Hautausschlag? Die Symptome sind identisch. Die Anzahl an Todesfällen wird dramatisch ansteigen. Die Stadt muss sofort abgeriegelt werden. Etwas reißerisch wurde der deutsche Verleihtitel Pandemie für diesen koreanischen Film gewählt. Im Original heißt er einfach nur Die Grippe. Und es handelt sich auch, so viel wissen wir inzwischen über Virologie, nur um eine Epidemie, die allerdings erfasst einen ganzen Stadtteil. Die Menschen sterben massenhaft. Ein tapferer Rettungssanitäter und eine Ärztin, zufällig ist sie auch Virologin, nehmen gemeinsam den Kampf auf gegen die Krankheit, aber auch gegen skrupellose, vollkommen überforderte Politiker und Politikerinnen in diesem Film aus Korea, der jetzt mit 7 Jahren Verspätung zu uns kommt. Und natürlich sehen wir ihn jetzt auch mit anderen Augen. Jetzt sehen wir zum Beispiel die Aerosole und wissen ja auch, was das ist. Hätten Sie das vor ein paar Monaten schon sagen können. Die werden in diesem Film, das ist ganz reizvoll, sogar sichtbar gemacht. Der Film ist etwas simpel konstruiert, durchaus packend. Und er erzählt von einer Situation, die uns jetzt auf erschreckende Weise ganz vertraut geworden ist. Also ein Thriller der Mittelklasse bekommt hier 3 Rollen und hat jetzt nach 7 Jahren eine erschreckende Aktualität. Und dies war es auch schon wieder mit den Radio 1 Film der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.